Das ist natürlich, was ich eigentlich nur sagen will, für Menschen nicht gut, wenn sie bestrahlt werden. Und wie ihr seht, der Raum, wo ich schlafe, egal ob die kleine Palme hier steht oder hier steht oder hier steht, schaut sie, die lässt immer wieder den Kopf hängen. Kaum richtet man sie auf, zack, knickst du wieder zusammen, ne? Jetzt passt aber mal auf. So, hier, dieser Raum, wo ich schlafe, hier schlafe ich alleine. Jetzt zeige ich euch was. Okay. Dass ihr seht, dass ich keinen Schmorren erzähle. Anderer Raum, gleiche Pflanzen. Perfekt. Perfekt. Denen fehlt nichts. Und hier perfekt. Komischerweise nur die in den Raum, wo ich schlafe, knickt jeden Tag um. Nur dass es mal sitzt. Ne? Also nochmal, die sind top, es sind alle gleich rauf gebunden. Und mein Freund kann es bestätigen, diese Pflanze ist gestern wieder gestanden. Und jedes Mal über Nacht, zack. Und umgeknickt. Also auch für die Pflanzen, die ja auch Bewusstsein sind und irgendwo auch Lebewesen sind, ne? Merken das und knicken um. Es ist nur mal, dass es sieht, gell, was da los ist. Es ist wirklich der Raum, wo ich schlafe. Ne? Und ich rede mit den Pflanzen und mit den Palmen und also die halten das wohl auch nicht aus, gell?